Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus mitten aus dem Ruhrpott und heute machen wir ein Review über dieses gute Stück. Und zwar habe ich hier Lego Harry Potter 76397, die Unterrichtsstunde zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Mit dabei sind drei Figuren: Professor Moody, Neville Longbottom und Hermine Granger. Im Aufbau habe ich gedacht, das wäre Harry Potter, aber und habe da die Narbe gesucht, die war da nicht da. Gut, ist ja aber auch Neville. Tja, nicht Harry, Neville. Na gut, von hinten sieht das Ganze so aus. Und wie das Ergebnis aussieht, seht ihr nach dem Intro. So, jetzt geht's weiter. Wir haben eine Tapete, Stickerbogen. So rum. So sieht sie aus. Ich habe sie nicht aufgeklebt. Naja. Ich habe ein paar Teile über. Ja. Ich habe einen Mini-Lego über. Ah. Ja. Wir haben eine schöne Spinne. Wir haben Neville mit Vorderseite und Rückseite Print, kurze Beine. Hermine, Vorderseite Print, Rückseite Print, kurze Beine. Gibt es 1-Minuten-Videos. Dazu Zauberstäbe. Und dann hätten wir hier den Professor Moody mit Oberkörperprint vorne hinten und Beinprint vorne. Zwei unterschiedliche Beine. Alle drei haben Wendegesichter und er hat hier einen Vielsafttrank in der Hand. Wenn man den, wenn die Wirkung quasi von dem vorbei ist, dann ist das nicht mehr Professor Moody, sondern ein anderer. Ich komme auf den Namen nicht von dem. Todesser auf jeden Fall. So. Wups. Mütze wieder auf. So. Also Vielsafttrank und Stab. Ne? So. Haben wir auch. Jetzt. Ach so. Dann haben wir die Anleitung. Klammer gebunden. Wie so ein kleines Comic. Mit zwei Bauabschnitten und 87 Seiten, Lego-typische Anleitung, außer dass hier noch wieder Sternchen und Glitzer auftauchen, was da früher nicht war. Dann sehen wir hier nochmal den Karton mit dem großen Buch. Und hier kommt das Buch. Ja. Also. So viel zum Größenvergleich. So. Das Buch von vorne hat einen wunderschönen Print. Wirklich wunderschön. Hier an der Seite kämen Aufkleber drauf. Die Fliesen sind nicht so toll. Sie scheinen durch und haben Kratzer. Das ist die Rückseite. Das ist jetzt mit Fingern verschmiert, aber den Angusspunkt sieht man sehr deutlich. Wofür diese hier gut sind, weiß ich noch nicht, weil das ist ja irgendwie ein bisschen unlogisch, aber man soll sie dran bauen. Na gut. Jetzt wird das so gedacht. Dann nimmt man hier oben dieses gute Stück ab. Dann nimmt man hier diese Truhe ab, wo drin sich auch noch mal so ein kleiner Lego-Front befindet. Dann nimmt man unterm Tisch so zwei Mini-Stühlchen raus, ab. Ja.
Nimmt noch das hier ab. Dreht das um. Das ist hier diese. Dieser Schrank, wo halt dein wildester Gegner, den du dir vorstellen kannst, rauskommt. Dann kann man das hier so aufklappen. Und hier an der Seite ist noch ein kleines Versteck. Wenn man da ein bisschen schüttelt, kommt ein kleines Büchlein raus. Dieses Büchlein hat auch noch mal ein Print. Ja. So. Und dann kann man den noch mal so aufklappen. Ja, dann hätte man quasi hier jetzt so, so. Rechtsraum. So. Spinne. Hermine. Neville. Und halt in diesem Fall jetzt Professor Moody. Und das bekommt man dann dafür. So. Okay. Tun wir noch zur Seite. So sieht das aus. Da unten, das hier, ist übrigens wie ein echtes, so ein kleines Lupenglas. Wirklich. Man sieht dann hinten in der Ecke den Kamin, man sieht einen kleinen Knochen, man sieht dort ein paar Säfte, einen Spiegel. Überall kämen jetzt Aufkleber drauf, ja? So, das heißt also, man müsste das jetzt hier wieder einklappen. Und das müsste man so einklappen. Dann die Sachen drauf und dann macht man das zu. Nett. Nett ist es. Aufklappen, aufklappen, hier den Unterrichtsbereich. Ne? Dann könnte man das theoretisch so machen, dann hätte man hier jetzt den Unterrichtsbereich, wo man alles vorstellt. Dann kämen wir, wenn das aufgeklappt wäre, auf eine Länge, also die Seite mache ich jetzt mit Absicht zu, ne? Von rund 18 cm und eine Tiefe von 14,5 cm, eine Höhe von 13 cm. Wenn man das jetzt einklappt, klack, 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 dann ist das Buch, hat das Buch eine Tiefe von 9 cm. Und eine Dicke von knapp 5 cm. Schön dabei ist natürlich, dass man jetzt quasi die gesamte Schule, die ganze Unterrichtssachen hier, gerade auch hier sieht man auch ein bisschen den Noppen durch, na gut, hier schön unterbringen kann. Die Figuren leider nicht. Aber ansonsten, ja. Ist okay, ja. Das heißt also, ich nehme jetzt wieder so, so, so. Stuhl runter. Stuhl runter. Auf. Darauf kommt die Truhe. Der Deckel wird zugemacht. So. Das wird hier drauf gebaut. So. So. Das Buch kommt wieder in ihr Versteck. So. Das war so drauf.
So. Und zu. Und dann ist das gesamte Zimmer hier drin. Schade ist, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, dass man halt die Figuren eventuell nicht da unterbringen kann. Dafür kann man sie dann halt hier oben von mir aus draufstellen. Einen Moment. Ich sollte doch wieder abends drinnen und ruhiger. Na gut, ihr habt es verpasst. So, jetzt kommt der da drauf und die Spinne setze ich davor. Ja. Oh, dann hätten wir sie quasi so drauf. Ja, wird gehen. Gebe ich eine Kaufempfehlung? Hm. Ich sag mal, wenn er einen guten Rabatt kriegt. Ja. Ansonsten ist ein schönes, kann man hinstellen. Aber ich weiß immer noch nicht, wofür die sind. Es sei denn, noch für das nächste Buch, das könnte sein. Damit nämlich das nächste Buch da dran kommen kann. Es gibt ja mehrere Bücher davon. Ich glaube, hier hinten drauf sind die nicht. Ne. Ja. Dann schreibt mir mal in die Bewertung. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet von dem Set, wie es euch gefällt, wie euch das Video gefallen hat. Daumen hoch wäre lieb. Ein Abo ist kostenlos und verpflichtet nicht. Ihr werdet nur informiert, könnt aber auch abschalten. Also die Bimmel. Ich habe trotzdem einen Abonnenten mehr, das würde mich sehr freuen. Ich bestelle euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.